So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hustle Castle. Gerhard ist hier am Aufladen immer noch. Ja, und damit ist er voll live. So, elendes Land machen wir weiter. Täuschende Einfachheit. Monstertyp Boss, der wiederbelebte legendäre Krieger ist noch ganz der Alte. Er ist unerreicht im Kampf, insbesondere dank seiner Rüstung, die ihn vor körperlichen Angriffen schützt. Körperlicher Schaden, erhöht der Widerstand gegen körperlichen Schaden, das heißt den magischen brauchen wir. Der wiederbelebte legendäre Bogenschütze schießt präzise auf die Gegner des Abgrundfürsten. Hin und wieder findet er seine Schwachstelle in der gegnerischen Gruppe und kümmert sich dann zuerst darum. Sein Schutz gegen magischen Schaden macht ihn noch gefährlicher. Erhöhter Angriffsreichweite, erhöhter Widerstand gegen magischen Schaden. Hin und wieder fügt er dem Ziel mit der geringsten Gesundheit an Grenzen zielen körperlichen Schaden zu. 2000 Nahrung, Alter. Kosten das so viel? Ich will ehrlich gesagt kein Risiko eingehen. Machen wir hier weiter. Ist aber auch so knapp. Ist ja abartig. Na, wir versuchen es mal. Kostet wirklich viel Nahrung, muss man sagen. So viele Kämpfe kann man sich immer nicht leisten. Oh Gott, Gott. Schneller, 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 schneller. Der muss noch ein bisschen was wegtanken. Sehr schön, okay. Reicht definitiv aus. Weil der tankt auch nochmal komplett alles weg. Und macht natürlich auch noch ein bisschen Schaden. Bäm! Passt eigentlich gar nicht dazu, dass ein Ritter mit einer fetten Ritterrüstung so einen Magierstab hat. Aber gut. Ist halt so, ne? Kann man nichts dran ändern. Danke für die Warnung, Prinzessin. Die Gegner waren stark, aber wir haben sie besiegt, Sir. Ich habe das Gefühl, ich bin der Grund für alles Gute, das hier geschieht. Ah, sicher. So, machen wir die Schatzkammer beschleunigen. Fertig ist sie. Guck mal, hier brennt es zum Beispiel. Das ist eins wieder von diesen Ereignissen, die man machen muss, damit man hier Erfolge bekommt. Der hat was fertig. Was machen wir als nächstes? Speisesaal, Speisesaal, Schatzkammer, Tresorkammer. Tresorraum oder Keller. Keller ist mehr Nahrung lagern, ja. Tresorraum ist mehr Gold lagern. Eine Stunde, dafür 30.000 Gold mehr. Naja, kann man machen, komm, hau raus. Ich meine, ich werde jetzt noch so viel Gold farmen, dass ich wahrscheinlich wieder alles voll haben werde dann am Ende der Folge. 20.000 Gold, dass wir das dann über die Zeit alles ausbauen können. So, was haben wir hier Schönes noch? Es gibt ein paar Elfenbein-Amulette, schick mir eine PN. Gut, was haben wir hier? Nichts aktuell. Für die tägliche Mission habe ich heute nämlich alle gemacht. Verbessere die Kasanne auf Level 3. Wir kriegen einen neuen Bewohner. Bewohnerpotenzial 2 Sterne, nur Kämpfer Klasse 8. Dieser Bewohner wird am Gang in der Burg warten. Eine gewöhnliche Rüstung, Kleidung des mächtigen Zauberers, 1978 Gesundheit, Zauberkraft plus 660, nice. Und die gewöhnliche Waffe, die halt schwächer ist als unsere. My Lord, einige neue Einheiten sind aus den Wäldern gekommen, sie möchten viel zu schnell was weg. Die Kaserne wurde repariert, jetzt kannst du einen weiteren Kämpfer von deinem Trupp aufnehmen, My Lord. So, wir nehmen erstmal die hier mit rein. Meinetwegen kannst du... Was könntest du denn machen? 4 Gold, also ist eigentlich ein Kämpfer, ne, seht ihr ja. Dann kommen wir doch eher in die Dingsreinkammer rein. In die Fresskammer. Da hat er ein bisschen mehr Potenzial. Er ist ein Magier. Der kriegt die Zauberkraft plus 660. Der Stab. Ach, guck mal, plus 600 der Zauberkraft. Ah, geil. So, meine Waffe ist natürlich wesentlich besser, die er angelegt hat schon. Also wir machen 1000 Schaden bei einem Gegner. Und ja, das ist nicht schlecht. Uwe hat allerdings wenig Leben. Er hat sehr viel Leben verloren. Das heißt, er ist nicht mehr wirklich ein Tank, sondern einfach nur ein Magier. Das heißt, er muss noch viel mehr tanken jetzt. Kreis der Nekromanten. Erringe einen Sieg im Wegpunkt. Kreis der Nekromanten im elenden Land. 1500 Gold. Was haben wir hier? Neue Ausrüstungssuche aktuell. Verbesserung in den Ausbildungsraum auf Level 2 haben wir gemacht. Kämpfer ausbilden von 3 Kriegern auf Level 11. Die Klasse Kämpfer. So, hier haben wir Tresorraum verbessern. Öffnen Patronen, um Gegenstände und Ausrüstung für deine Burgbewohner zu finden. Einen anderen Spieler besiegen. Ja, das machen wir doch gleich mal, würde ich sagen. So, sind alle aufgelevelt. Sehr schön, dann fangen wir hier an. Nimm mal Clem mit, der ist Thronlevel 5. Sieg 26, Niederlage 4 Pokale verlieren und wir müssen spähen erstmal anscheinend. Dein Trupp, 10.000 und der Gegner hat 2666 Defense. Was ist das hier für einer? Hat sich einen russischen Namen gegeben, alles klar. Und Angriff, 750 Nahrung kostet mich das.
Und wir greifen den Gegner hier an. Hm, hat ziemlich viel Leben. Hm, okay. 1005 Gold habe ich bekommen. Das heißt, hier kann man mal relativ easy Gold farmen. Das heißt, wir werden unsere Nahrungsmittelproduktion verbessern. So viel Nahrung habe ich nämlich auch nicht mehr. 1947 nur noch. Das ist nicht mehr wirklich viel. So, 1500 Gold lassen wir erstmal. Wir machen hier nämlich weiter. Straße ins Dunkel. 6 Magier. Dann kriegt er mal kurz diese Waffe. Zwar weniger Schaden, aber dafür hat er den Flächenschaden, den er ganz gut gebrauchen könnte. 1000 Nahrung, Alter. Das ist viel zu teuer, Mann. Hier, die stehen jetzt alle ganz vorne. Batsch, leider, die heilen sich, okay. Die heilen sich, alles klar. Töte sie bitte. Die können sich heilen, die Schweine. Es war close. Sehr knapp. Ich will natürlich nicht verlieren, ne? 1700 Gold haben wir noch bekommen, plus eine Kiste. Deine Soldaten wurden erneut geschlagen, Mortales. Und sie werden noch viele Male geschlagen werden. Mein Bräutigam wird mich retten. Er hat keine Wahl, denn er versprach, mich zu heiraten. Ich habe ein paar Soldaten gefunden, die weniger verrottet als die anderen waren. Sie werden deinen Bräutigam aufhalten. Ich brauche mehr Nahrung, Alter. Ich habe kaum Nahrung. Das ist so krass. So, einen anderen Spieler besiegen, das ist erstmal nicht so relevant. Hier kriegt man doch wirklich nur Gold, ja? Ja, Belohnung für Sieg. Hier ist auch noch einer. Ne, der daneben. Belohnung für Sieg, Gero. Also man kriegt halt wirklich nur Nahrung, ist halt wirklich nur zum Angreifen. Braucht man natürlich. So, hier brauche ich noch 7 Nahrung und ich könnte die Gene angreifen. 2 Melis und 4 Bogenschützen. Da werden wir ihm definitiv wieder die Waffe anlegen. Die heilen sich noch ganz kurz, während ich hier noch... Okay, Nahrung habe ich jetzt genug, theoretisch. Ach komm, damit ist egal. Bling! Die Kunst des Krieges. Erhöhe die Klasse Kämpfer von 3 Kriegern auf 14. 1000 Gold. Ich habe immer gesagt, dass die Ausbildung im Kämpferausbildungsraum all unseren Kämpfern nutzt. Schau sie dir nur an. Sie haben eine bessere Haltung und sehen gesünder aus. Und sie wissen endlich, wie man kämpft. Verbessern Tresor und Level 2. So, ich habe hier die ganzen Quests... Der unterste Queststreifen anscheinend für Kapitel 3... erledigt. Jetzt haben wir erstmal noch Achievements. Erhöhe das Level deiner Burg auf 5. Habe ich gemacht. Erhöhe die Bevölkerung deiner Burg auf 10. Habe ich auch gemacht. So, verbinde Spiel mit Facebook. Kriege ich 15 Diamanten dafür. Spiele mit 5 Facebook-Freunden. Kriege ich 5. Spiele mit 25 Facebook-Freunden. Erhöhe das Level der Klasse Kämpfer bei einem blühenden Burgbewohnern auf 12. Kriege ich 3 Diamanten. Kümmere dich um eine Rattenplage, ein Feuer und andere Probleme in der Burg. Das sind 5 Stück gewesen. Das haben mittlerweile schon 8. Und das letzte ist noch der Spielgruppe beigetreten. Man muss irgendwie der Facebook-Gruppe beitreten oder so ähnliches. Ich habe es einfach mal gemacht, damit ich Diamanten kriege. Ich hätte mich ganz gerne einen zweiten Bauarbeiter. Das wäre gar nicht so schlecht. 750, ja, das ist krank. Aber ich brauche das halt, damit ich mich, damit ich den ganzen Kram hier ausbauen kann. Ich glaube, meine lieben Freunde, könnte man hier irgendwas investieren? Diamanten oder das? Erster Kauf. Also wie alles, wenn ich irgendwas ein erstes Mal kaufe, kriege ich das Doppelte gleich nochmal als Bonus dazu. Aber 26 Euro ist mir zu teuer. 13 Euro würde vielleicht noch gehen und 6,50 Euro. 500 Diamanten ist halt nichts. Wenn wir mal 2200 nehmen, können wir uns vielleicht 2 von diesen Dingern besorgen. Hm, ich überlege noch. Ich lasse es mir noch durch den Kopf gehen. So, wir haben auf jeden Fall 1000 Nahrung. Das heißt, wir können weitermachen. Albtraum im Wachzustand. Letzter Kampf gegen die Ungeheuer, bis ich wieder neue Nahrung habe. Ja, siehst du, meine Zauberkraft hat die da hinten halt angegriffen. Schön. Ich werde verlieren. Oder? Nein! Mein perfektes Ausweichen hat mir den Sieg gesichert.
Auch wenn es relativ knapp war. Aber es hat uns den Sieg gesichert. Wir haben so viele Kisten, die ich jetzt alle aufmachen werde. Meine toten Soldaten sterben erneut, aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Hm? Ich habe jetzt mehr besitzlose Knochen. Sie werden als hübsche Dekoration für deine Hochzeit dienen. Alles klar. So, dann schauen wir uns doch einfach mal an, was wir kriegen an Kisten. Stab des Rattenkönigs. Vorsatzhilfe wieder bei 4 Sekunden, 269 Schaden als Flächen. Nicht schlecht. Weiter. Oh, cool, nice. Es ist natürlich schön, dass man gleich die nächste Kiste aufmachen kann. Guck dir das an hier. Eine seltene Rüstung. 3383 Gesundheit, 311 bis 323 Schaden stellt, wenn Schaden erlitten wird, mit einer Chance von 18%, 7% der eigenen Gesundheit wieder her. Und das hier. 4006 Gesundheit, 402 bis 421 Schaden, ausgewichen 178 Euro Bangerf mit einer Chance von 24% des eigenen Ausweichens. 30%. Alter. Das ist ja mal fette Ausrüstung. Ein Goldring. Produktion pro Stunde. Nice. Noch ein Goldring. Produktion 24. Naja, gut. Das heißt, sie ist so berauschend. Immer nur ein Item, ist doch doof. Linsen des scharfsichtigen Finanzmannes. 100 Produktion pro Stunde dazu. Nicht schlecht. Aber ich hätte ganz gerne mehr Nahrung. Wie sieht es denn damit aus? Bogen der singenden Sehne. Schwach. 937 Gold. Das ist nicht das, was ich haben möchte. Und die fette Kiste von dem einen Bossgegner noch. Schon wieder nur ein Item. Das gibt es doch nicht. Mächtiger, schwerer Plattenharnisch, 7256 Gesundheit, 877 Rüstung. Erhöht, wenn Schaden erlitten wird, mit einer Chance von 22%, die eigene magische Rüstung um 35%. Alter, was für eine fette Rüstung. Oh, nochmal eine fette Rüstung. Nicht schlecht. So, dann kriegt er erstmal die bessere Rüstung hier. Ne, die da. Wir kriegen fast 2300 Leben dazu, viel, viel Rüstung und viel Crit und natürlich noch eine Fähigkeit. Wir haben zwar weniger Schaden, allerdings machen wir Flächenschaden. Wir machen Flächenschaden damit. So. Und Zauberkraft bleibt und sie kriegt natürlich noch die schöne Rüstung hier. 1100 Gesundheit dazu, mega viel Schaden, mehr Ausweichen und das eigene Ausweichen noch erhöhen. Was haben wir hier noch Schönes? Normale Rüstung, normaler Bogen, der leider nicht besser ist. Ärgerlich, ärgerlich. Hab kein Dings mehr, keine Nahrung mehr. Das ist ja ärgerlich, ey. Zum weiter angreifen. Das ist schade. Ich hätte nämlich auch fast maximales Gold. Was haben wir hier noch Schönes? Okay, das kann ich einfach noch nicht machen. Wahrscheinlich würde ich dann überschreiten mein Goldlimit. Und hier haben wir natürlich auch noch Postfach 1. Wir kriegen irgendwie Nahrung. Geschenk von den Admins. Verschwindet in 90 Tagen. Liebe Spieler, lasst uns euch sagen, wie sehr wir euch lieben. Ja, wir sind die Admins dieses Projekts und wir finden auch euch einfach wunderbar. Ohne euch wäre unsere Arbeit sinnlos. Bitte nehmt dieses Geschenk als Ausdruck unserer Gefühle an. Wir kriegen eine Nahrungskiste. 15.000 Nahrung beinhaltet das. Okay, das ist really, really much. Deswegen, wir brauchen erstmal höhere Kapazität, dann brauchen wir noch mehr Gold, müssen wir ausgeben. Ich denke, ich werde mir noch ein oder zwei Dinger kaufen. Ich weiß nicht, ob die nächste auch 750 kostet, nächste Bauarbeiter. Wäre halt interessant zu wissen. Wir machen kurz eine kleine Pause, meine Freunde. Ich überlege mir das mit dem Echtgeldkauf hier. Ich meine, ne, wir kriegen halt 1100 Diamanten nochmal dazu. 13 Euro. Ist für mich jetzt nicht so kritisch. Dann würde ich sagen, kurze kleine Pause, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Hustle Castle. Bis dahin. Ciao.